Ein schönes Ründchen Haus Flipper 2 ist wieder am Start. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und wir machen jetzt keine Aufträge. Wir machen jetzt erstmal bei uns ein bisschen was. Wird langsam wieder Tag, wie es aussieht. Das ist schön, hoffe ich. Ich weiß bloß nicht genau, wie wir es machen. Ich glaube, wir machen erst den Bereich und dann die Küche, dass wir es ein bisschen getrennt halten. Und ich glaube, ich werde hier, bin mir auch nicht so sicher, streichen. Weil ehrlich gesagt, so Tapeten und so, das ist hier nicht so die Schönheit hier, ne? Wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf. Na, also da hatte der erste Teil deutlich bessere Auswahl. Hm. Gut, ja, ich glaube, wir werden streichen. Oberflächenfensterinstallation, VB. Ist die Frage grau, was nehmen wir hier? Grau, leuchten, leuchten. Also da das hier so der S-Küchenbereich ist, hätte ich hier schon gerne etwas Helles. Ich könnte natürlich blau nehmen, passt zu einer Küche, wirkt aber immer so kalt, ne? Zehrenblaue Farbe verblasst, das wäre vielleicht was. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Genau, Rolle. Hm, gut, wir haben jetzt im Moment noch nicht so die größte Rolle, ne? Fangen wir erstmal an hier mit dem Stück. Ich weiß auch nicht, ob ich das nur so mache. Ich würde das eigentlich schon gerne komplett haben, sage ich ganz ehrlich. Erstmal gucken, wie es aussieht. Was ist mit der Rolle los? Büb, 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 büb. Das ist die ganze Rolle verschwimmt. Okay. Keine Ahnung, was der da jetzt gerade hat. Ah, warte, warte, warte. Mal ich da gerade den Balken über? Dip, dip, dip. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich die Balken da wirklich behalten möchte, ehrlich gesagt. Den ja okay, aber die anderen? Ich glaube, die werden wir mit übermalen. Besser ist dann, ne? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das eben war mit der Rolle. Hm, jetzt hat er es wieder. Irgendwie hat er hier gerade Licht am Licht oder so? Problemchen. Bim, bim. Keine Farbe mehr, okay. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir gerade hier den Tag Nachwechsel hatten. Alles möglich, will ich nicht abstreiten. Ja, das hier unten streichen wir mit, dann passt das schon. Dem, dem, dem. Dafür muss ich aber auch sagen, Haus Flipper 2 ist im Vergleich zum ersten Teil wirklich extrem, was Grafikkartenleistung betrifft. Also die läuft ja am Limit, die... Aber ich glaube, wenn wir den ganzen Raum so machen, muss ich mal gucken, wirkt das zwar ein bisschen kalt, aber ich glaube, das wäre besser. Ja... Als wir mit diesem hässlichen Schnodderkram hier lassen, ne? Also das müssen wir dann bis ungefähr hier hin machen. Kriegen wir das hier wieder weg? So. Dann müssen wir hier einmal so rumziehen. Zack. Ich hoffe, ich schmier jetzt den Balken nicht mit voll. Auf jeden Fall will ich hier eine ordentliche Küche reinhaben. So geht das nicht. Hm? Ich bin mir noch nicht sicher. Neue Türen müssen auf jeden Fall auch rein. Ja, ja, die ging so natürlich nicht. Das geht überhaupt nicht. Den gucken wir einmal kurz hier. Erstmal bis dahin. Ich glaube, die Balken nehmen wir wirklich mit weg. Irgendwie sieht das so altmodisch aus. Mal gucken, es soll ja auch noch Wanddeko und so rein. Kaum eine Farbe mehr. Das bleibt ja nicht so leer. Das wäre ein bisschen doof. So. Ja, ich glaube, das sieht besser aus ohne die Balken. Die Decke werden wir dann auch einmal neu streichen. Dann haben wir die Balken auch weg. Besser wird das, glaube ich. Irgendwie gefallen mir die Balken hier überhaupt nicht. Sag ich ganz ehrlich. Das sieht so barockmäßig aus. Ich möchte aber gerne eine moderne Hütte. Mhm.
dem. Sehr schön. Den hier einmal. Dem. Ja, irgendwie hat er hier leicht Probleme beim Streichen. Ich weiß nicht warum. Aber gut, Hauptsache sieht hinterher gut aus. Keine Farbe mehr. So, die Seite müssen wir eigentlich auch hier, die Fensternische. Ja. Wobei wirkt das doch schon auf den ersten Blick. Muss ja auch neuer Fußball und so rein. Irgendwie moderner, ne? Na. Bis da reicht. Gut, streicht das erstmal. Sehr schön. Den hier immer. Danke. Sehr schön. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich alles so machen soll. Ob wir die auch mitmachen. Es würde, glaube ich, moderner aussehen. Ich meine, klar, es gibt verschiedene. Ich bin auch überlegen, hier ist ja der Kamin, hier so eine kleine neue Teppich kommt natürlich auch S-Ecke hinzumachen. Die Küche kommt natürlich noch neu. Hier kommt dann noch ein bisschen Deko und so an den Wänden. Dann könnte man den Bereich auch anderfarbig streichen. Das würde hier zupassen. Eher so ein, naja, so ein Gelb-Orange-Ton schon fast. Können wir mal gucken. Gelb leuchtend, das müsste aber ein blasses Gelb sein. Gelbe Farbe verblasst. Ansonsten wird das nämlich zu krass. Gucken wir mal. Nimmer, wie das aussehen würde. Streichen wir erstmal bis hier hin. Das soll gelb verblasst sein? Sieht aus wie grau. Das sieht irgendwie aus wie grau hier, aber okay. Aber kurz gucken, ob das überhaupt passt. Aber diese hässlichen Tiertapeten weg. Ah, doch. Es sieht zwar nicht aus wie gelb für meinen Geschmack, aber farblich passt das schon zusammen. Ja. Darf natürlich hier die Nische nicht vergessen. Sehr schön. Hier denn noch einmal. So. Ah, das Guide, das Guide. Okay, Frage ist, wie weit? Ist er bis hier? Na, ich glaube, der müsste noch mit, aber können wir gleich noch extra machen. So, die Frage ist, sieht man das nachher? Ich meine, den Kamin möchte ich eigentlich stehen lassen. Der gefällt mir ganz gut. Keine Farbe mehr. Die hatten wir. Ja, hier lässt sich eh nicht streichen. Okay. Hier muss ja auch noch Licht rein, anständig. So ist es nicht. Aber irgendwie ist das Streichen schon... Ich meine, man hat klar, im Vergleich zum ersten Teil hat man hier wirklich die Möglichkeit, auch halbe Wände so zu streichen. Das ging im ersten ja gar nicht, weil man immer von oben nach unten gestrichen hat, so strichweise. Andererseits ist das hier doch schon leicht umständlich. So, Finster machen wir gleich noch. Ah, ein Punkt in Streichen. Das ist schon mal sehr gut. Machen das hier nur kurz fertig. Natürlich für das letzte Stück da, oder was? So. Dann macht das mal kurz weg. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, das Stück ziehen wir hier noch mit zu. Ah, es passt aber. Gucken wir nur einmal kurz in Vorteile rein. Beim Streichen. Farbsparmaßnahmen. Sehr schön. Aber gelb sieht es trotzdem nicht aus. So, warte mal. Das Stück machen wir mit.
Jojo, ich glaube, da machen wir wieder so einen Fliesenspiegel rein, aber eins nach dem anderen. Erstmal hier. Hauptsache, wir haben diese komischen Zebra-Dinger hier weg. Das ist ja furchtbar. Dim, dim, dim. Dankeschön. Ja, ich glaube, das geht. Die Heizkörper würde ich aber auch später gerne austauschen, weil diese braunen Schnodderdinger. Decke müsste dann neu gemacht werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir den Balken neu angestrichen kriegen. Mal gucken. Den Balken würde ich schon gerne behalten, aber gerne in der neuen Farbe. Aber eins nach dem anderen. Ah, kriegen wir alles hin. So, jetzt brauchen wir auch mal Loden Weiß, wenn wir es kriegen. Elektronikschränke, Betten, Türen, Oberflächen, Farbe, Grau, weiße Farbe, Graustufe. Gibt es keine weiße Farbe, Weiß? Nö. So, und zwar einmal. Wir machen erstmal Weiß rein. Ich hoffe, das sehen wir jetzt überhaupt beim Streichen. Damit wir die Balken da wegkriegen. Bis dahin erstmal. So. Ah, okay, die sieht man nicht so gut. Nur ein bisschen. Ah, weil die gleiche Farbe schon drauf ist, ne? Na, willst du wohl? Danke. Ah, doch, ein bisschen sieht man das, wenn man genau hinguckt. Junge, 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 danke. Also die Decke streichen ist so eine Kunst für sich. Die Junge, Junge, Junge. Ich meine, wenn man von weiter weg guckt, so sieht man das hier. Da sieht man die Flecken. Ich wünsche, wir könnten die Rolle größer machen. Echt, Decke streichen ist echt so eine Kunst für sich. Ah, es geht auch mit der Tastatur. Ah, na gut, ist aber auch nicht besser. Ah, gut, besser funktioniert es auch nicht, aber... Die Decke wird eine Kunst. Die Decke wird wirklich eine Kunst. Hier ist noch. So, da fehlt noch ein Fleck. Ah, kriegen wir aber Weiß. Dim. Wir können ja zumindest nicht übermalen, ne? Das ist ja schon mal was. Dem. Wenn jetzt eine schönere Rolle wäre, hier schon echt schön, ne? Also eine größere. Dem. Nützt aber alles nichts. Die Decke muss einmal komplett weiß gestrichen werden. So. Ich versuche das mal ein bisschen mit der Tastatur. Scheint etwas besser zu klappen. Ja. Zumindest ein bisschen. Nicht immer die Hälfte vergessen, na? So, zumindest das hier hätten wir weiß, aber es wirkt das Ganze hier schon etwas moderner, ne? Immer ein bisschen Farbe mit. So.
Nein, die richtige Richtung. Okay, Decke ist wirklich eine Kunst für sich. Oh, das ist schon nice, dass es mit der Tastatur geht, dass ich hier nicht so hin und her laufen muss. So. Zumindest hätten wir die Decke jetzt weiß. Ja, und jetzt... Klar, Türen so muss neu, das... Aber jetzt wirkt der Raum hier auch nicht mehr so altbacken. Nee, er wird deutlich moderner. Fußboden muss natürlich noch rein. So, das Stück hier muss natürlich auch. Das ist klar. So. Das machen wir gleich mit, wenn wir schon mal die Farbe hier haben. So, ich hoffe, dass der Dreck, weil den streichen wir gerade über, dadurch auch weg ist. Das wäre sonst ein bisschen doof. So. Ist das der Kühlschrank, der hier so brummt, oder? Scheint ja so. Okay, hier noch einmal. Dass wir vielleicht irgendwann die Bude gewinnbringend verkaufen können, wie wir es im ersten Teil gemacht haben. So, vergiss das Stück dann nicht. Da muss ja auch einmal. So. Jo, dann haben wir zumindest die Decke ordentlich. Da müssen wir jetzt echt mal gucken. Erstmal weg mit der Rolle. Das machen wir noch. Also das würde ich hier schon gerne etwas moderner haben. Dann gucken wir einmal kurz. Kriegen wir einen Reiskörper, bevor ich den jetzt verkaufe? Installationen, Rohr, Wasserhähne. Okay, ja, ja, kriegen wir. Heizung blank. Heizung blank. Okay, dann schließ einmal. Dann verkaufen wir den nämlich. Ich will zwar gerne einen Heizkörper haben, ja, aber einen vernünftigen. Also einen sauberen. So. Das sieht ja schon viel, viel besser aus. Stellen wir das hier einmal kurz beiseite. Dem. So, warte mal, der Teppich kommt auf meinen Weg. Danke. Und da liegt nur Dreck. Siehst du mal. Ich glaube, wir machen erst Fußboden. Ich war gerade überlegen, Tisch und so schon reinzubauen, aber ich glaube, erstmal Fußboden. Oberflächen. Farbe, Paneele. Ich kann hier nicht mehr unterscheiden zwischen Fußboden und Wand, ne? Architekturelemente? Nö. Paneele? Mal gucken. Fliesen vorne gerne im Küchenbereich. Hier vorne hätte ich schon gerne... Wo so Marmor sieht schon cool aus, ne? Ja. Aber doch nicht mit so einem Rahmen darum, oder? Warte mal. Zwei Pack Leder sollte reichen. Schnapp dir mal. Gucken, wie das aussehen würde. Ja. Oh gut, da ist noch ein alter Heizkörper. Den müssen wir gleich noch austauschen. Den hatte ich gar nicht gesehen vorher. Ah, das würde sich aber gut machen. Ja. Müsste aber allerdings ein Teppich rauf oder so. Oh ja, wir brauchen definitiv mehr davon. Ah. So, warte mal kurz. Hier, Oberflächen. Schwere Arbeit. Du kannst mehr Fliesen, Paneele oder Tapetenbahnen auf einmal tragen. Sehr schön. Das ist gut. Zack. Ja, ich würde sagen, bis hierhin und ab hier. Ah, das Stück machen wir, glaube ich, noch mit. Und ab hier machen wir den anderen Boden rein. Wo wir das hier auch schon
quasi mit als Flur bezeichnen könnte. Nur das Stück ist ja Küche, ne? Das machen wir so. Wir machen bis hier hin. Da kommt aber ein extra Bohnen rein. Machen wir zu hier. Dankeschön. So, die Tür geht so. Das heißt, das Stück muss auch mit. Da ist eins zu weit. Mal nix. Dim, dim. Sehr ergiebig, diese Fliesenkartons, ne? Ich hätte gedacht, dass wir nicht mal mit zwei auskommen. Dim, dim, dim. So. Okay, es ist aber leer. Zack. Und ich glaube, das Stück machen wir hier mit. Jo. Wird zumindest schon mal deutlich moderner, ne? Okay, warte mal, dann verkaufen wir noch einmal den da. Dann hauen wir da wieder so einen schönen Installationen, Heizkörper ran. Aber bitte gerade, ja? Und das Fenster. Genau. Ja, ja, dann wirkt das hier schon moderner. So, die müssen wir einmal kurz beiseite packen. Und hier würde ich dann gerne so einen Esstisch hin haben. Betten, Badezimmerarmaturen, Dekoration, Schränke, Hobby, Haushaltsgeräte, Tische. Schreibtisch, Werkbank, Wir brauchen einen vernünftigen, schönen Esstisch. Tisch, Tisch, Couchtisch. Couchtisch, Couchtisch, Tisch. Aber einen schönen Tisch, bitte. Der ist nicht schön. Tisch Martin. Tisch Popori. Ich glaube, wir nehmen Tisch Martin. Wann Tisch Martin? Da. Wir können ja noch die Farben ändern, ne? Oder? Meine ich? Können wir nicht? Nö, können wir nicht. Doch, da. Basis. Ich hätte den gerne ein bisschen heller. Aber warte mal, was haben wir hier? Nee, nicht so weit. Auch kein beschädigtes Holz. Glänzender Kunststoff, abgeblätteter Kunststoff. Okay. Oberseite. Das sieht schon nice aus. Das gefällt mir aber auch. Und wie kommen wir auf die Unterseite? Na, da kann ich nur noch mal die Farbe ändern. Okay. Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ich würde aber gerne die Unterseite noch ändern. Geht wohl nicht, wa? Doch, hier. Okay, warte mal. Ah, ganz so weiß gefällt mir jetzt nicht. Was haben wir hier? Ich meine, das ist nice, dass es geht, aber... Den kriege ich aber so nicht, oder? Gleiches Material. Hier unten, nein. Das ist nur die Oberseite. Aber so gefällt er mir nicht ganz gut. Es ist halt zwar dunkler, als er sollte. Soll ich mir nur überlegen, wenn ich den hier so hinstelle. Er steht natürlich mitten im Raum. Und an die Wand ran. Na, ich dachte jetzt nur gerade wegen hier dem Kamin. Hier ein Stuhl, das geht aber, ne? Jetzt brauchen wir bloß die passenden Stühle dafür. Wir konnten das ja irgendwie, wenn wir gleich mal ausprobieren, irgendwie kopieren. Gehen wir in den Laden. Einmal kurz aus Stühle. Tische, Tische, Tische. Wo haben wir denn Stühle und das? Konsolentische, Schreibtische, Esstische, kleine Tische, sonstiges. Das sind alle Stühle, Sitzgelegenheiten. Bänke und Stühle. Hm, ich
Ich meine, wir haben jetzt auch nicht allzu viel Geld, ne? Aber die gefallen mir schon ganz gut vom Aussehen her. So, warte mal. Wir stellen die erstmal hin. 4 Stück. Dann gucken wir gleich mal, ob wir den Stil kopieren können. Immer auf unser Flipper-Werkzeug. Stil kopieren, duplizieren. Stil kopieren. Zack. Nee. Abbrechen. Stil kopieren. Ah, da passen sich zumindest die Beine an. Gucke mal. Oberteil geht wohl nicht. Ja, und Kissen hat sich auch angepasst. Schön. Das ist schon nice. Ja, ist vielleicht ein bisschen beengt, aber es kommt ja noch Wanddeko und so hin. Hauptsache, das wirkt jetzt alles ein bisschen moderner. Gucken wir mal. Ich muss mich hier auch erstmal zurechtfinden. Dekorationen. Boden, Bilder, Standdekor, Wanddekor. Was haben wir denn hier so Schönes? WC, ja. Toilettenpapierhalter, ja, in der Küche, genau. Magnet. Schlüsselkasten. So, aber hier, wenn's geht, andere Farbe. Na, guck mal, das gefällt mir gut. Bin ich? So. Dann passt das auch gut zu der Wand. Ja, ja, ja. So, einmal zurück. Ist aber auch nicht so viel hier an Deko, ne? Weltkarte. Die gefällt mir. Oh Gottes Willen, aber die können wir wunderbar hier ranmachen. Wunderbar. Jo. Zumindest wenn man es mal vergleicht mit vorher, ist es ja schon mal deutlich moderner. Ist ja auch noch nicht fertig, aber wirklich deutlich moderner. Die Türen, da muss ich mal gucken, die würde ich gerne austauschen, sag ich ganz ehrlich. Wie wir das am besten machen. Jetzt kommt auch noch was auf den Tisch, jetzt kommen noch ein paar Pflanzen und so rein. Die Lichtschalter werden wir noch austauschen. Das ist bloß halt alles nicht so einfach. Standdekor. Alles gut und schön. Gibt es hier auch Teller und sowas? Das sind Deko-Teller. Ich meine, der richtige Teller. Tablett. Elektronik, Hobby, Haushaltsgeräte. Bilder, Bodendekor. Müsste hier am Stehen, ne? Man kann das hier nicht sortieren nach Küche und so, ne? Vor allem mach mal Caps Lock aus, mein Freund. Teller. Na doch, doch. Gibs, gibs. Schildbaustelle, Schildbushaltestelle. Ähnliches. Steine, Mikrowelle. Okay, gibt's ein bisschen was. Nicht die schönsten Teller, aber mir geht's ja einfach nur darum. Was soll hier so ein bisschen aussehen? Dem. Als wenn der Tisch gedeckt ist. So, Bischdick. Haben wir sowas? Ich gebe mal Küche ein. Vielleicht zeige ich dir mir da alles ein. Küche. Jo, da zeige ich dir Duschen. Das ist gut. Duschen in Küche ist ja heutzutage so. Farben, Pflanzen, Lauch. Messer. Ich suche ein normales Besteck. Das können wir alles in die Küche selber nachher bauen, ja? Handtuchhalter und so weiter und so fort. Gibt es hier überhaupt Besteck? Sieht nicht so aus, ne? Immer ein Messer ein. Na doch, doch. Hier, Messer. Dem. Zack. Da noch einmal. So, Gabel. Allgemein zeige ich mal alle Gabeln an. Wir nehmen hier die Standardgabel. Ah, noch haben wir ein bisschen Geld. Aber wir haben auch schon gutes Geld ausgegeben. Also so ist es nicht. Zack. Ah, gut, ein bisschen beengt hier. Macht nichts. So, ich gebe einfach mal Essen ein. Mal sehen, was wir da finden.
Dann zeigt er mir Spiegel und Toilettenpümpel. Lecker Toilettenpümpel. Zahnbürste. Ist das Eis? Oh, ich leg doch jetzt kein Eis auf den Tisch, Mann. Da vielleicht Kuchen oder sowas. Wassermelone, Hörnchen, hier die Hörnchen. Warte mal, die Croissants, die sind gut. Die essen gerade Frühstück. Auch wenn es riesen Croissants sind, Alter. So. So, so eine Kaffeetrosse ist auch nicht verkehrt. Hier in Windem Omas Uldi-Kasse. Da ist Post. Mann, was hatten die für eine Hitbox, Alter? Das ist eine Riesentasse. Boah, die kommen hier hin. Hier sitzt ein Linkshändler. Aber sonst noch irgendwas in die Mitte zum Stellen, zum Essen? So was gibt's nicht. Oder wie? Oder was? Alles Fenster. Ich will auch kein Waschmittel auf den Tisch. Dose Bohnen. Ah. Ich meine, es gibt ja schon eine Menge. Man muss es nur erstmal finden. Hier scheint nicht viel zu geben. Ich dachte, es gibt vielleicht so Obstschüsseln oder sowas. Was es im ersten Teil auch gab. Elektronik, Hobby, Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Tische, Aufbewahrung, das sind Schränke, Zubehör. Ah, warum denn nicht gleich sowas? Ja, auf dem Frühstückstisch nur eine dicke Pizza ist auch nicht so schön, aber Koffer. Ah ja, gut, es gibt ein bisschen was, Chips und so. Kleenex. Auch nicht so lecker auf dem Essentisch, ne? Schminke auch nicht. Was ist das? Dose Sardinen. Die stellen wir da jetzt auch nicht auf den Tisch. Okay, es ist jetzt aber auch nicht so die Riesenauswahl, ne? Ja, komm, wir stellen Omas guten Apfelkuchen auf den Tisch. Zack. Dann vielleicht noch ein, zwei kleine Blumenvasen. Badprodukte, Einkäufe, Küchenprodukte. Ah. Okay, sowas gibt's auch. Rampe, das finde ich gut. Bürozubehör. Gucken mal kurz ein paar Pflanzen. Baumschutz. Okay, das ist wohl Erfausen. Zierpflanzen. Blumentöpfe und Pflanzenständer. Sträucher, Bäume, Ranken und Hängepflanzen. Sind ja nur Blumentöpfe. Wo sind die Pflanzen selber? So, Blumentopf Dahlia. Wie groß ist... Oh Gott, der ist viel zu groß. Ich wollte einen kleinen. Ich wollte hier einfach nur so an die Seite ein kleines Blümchen hin. So, Zierpflanzen. Und da auch ein kleines Pflänzchen rein. Ist zu groß? Na, guck mal hier. So ein einzelner Krokus. Ja. Es ist gerade Muttertag. Gucke mal. Hier kommt definitiv noch was hin. Hier kommt noch was rauf. Das ist alles ein bisschen moderner und schöner einrichten. Und da gehen wir halt Raum für Raum hier durch. Ich glaube, beim nächsten Mal... Mal gucken. Entweder kümmern wir uns erstmal um die Türen oder machen wir wieder einen Auftrag. Ich habe vor, das so ein bisschen abwechselnd zu machen. Auf jeden Fall sind wir vorhin erstmal am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.